Immer wenn bei The Elder Scrolls Online ein neues Testserver-Update released wird, leaken einige der zukünftigen Inhalte, die für den Kronenshop geplant sind. Wir können ja also schon die Absichten von ZeniMax sehen, was uns die nächsten paar Monate, gar Jahre im Kronenshop erwarten wird, und das ist dementsprechend auch immer ziemlich spannend, denn ab und zu gibt es da richtige Überraschungen. Gibt es diesmal Überraschungen? Das erfährst du, wenn du im Video bis ganz am Ende dran bleibst. Deswegen gehen wir direkt rein. Ich bin's wieder, euer Lexus vom offiziellen ESO-Stream-Team. Am besten können wir uns das Ganze auf der Seite ESO-Model-Viewer anschauen, die nach meiner Meinung übrigens ganz dringend einen Dark-Mod braucht. Wenn ihr das auch so seht, dann schreibt das mal in die Kommentare. Was sind Kronenshop-Leaks? Kann man relativ einfach erklären. Ihr kennt ja vielleicht diese Kronenshop-Vorschau-Bildchen, ne? Wenn ihr jetzt in-game unterwegs seid, dann haben ja die Sachen hier alle so Vorschaubildchen. Ne? Hier die Häuser beispielsweise, die wir in einem separaten Video bzw. Stream uns schon angeschaut haben. Ne? Da gibt es dann halt eben dementsprechend hier Vorschaubildchen. Und so gibt es halt eben auch für Sachen, die hier noch nicht zu sehen sind, Vorschaubildchen. Also man kann diese kleinen Vorschaubildchen quasi aus den Dateien raus transferieren, um sich die ein bisschen genauer anschauen zu können. Was für uns cool ist, weil wir können dann sehen, was in der Zukunft kommt. Das sind aber auch manchmal Sachen, die nie zu sehen sind. Das heißt also, das sind auch manchmal Items, die es niemals in den eigentlichen Verkauf schaffen. Die werden zwar entwickelt, sind irgendwo in den Spieldateien drin, kommen aber teilweise niemals in den Kronenshop. So sieht man auch hier jetzt nicht alle von diesen Vorschaubildchen, sondern man sieht die wirklich nur in diesen Data Minings. Und da schauen wir uns heute an, was erwartet uns die nächsten 3, 4, 5, 6 Monate oder vielleicht auch das ganze nächste Jahr so im Kronenshop? Ne, da kann man dann einfach quasi schon mal einen ganz guten Vorgeschmack auf die ganze Geschichte bekommen, was da so drin sein wird. Und dementsprechend würde ich sagen, das erste wird wohl anscheinend, ist das ein Andenken? Adornment müsste, glaube ich. Also auf jeden Fall ein Pfeil ins Knie. Warum nicht? Warum nicht? Ein Pfeil ins Knie, kleine Anspielung auf Skyrim. Guck mal hier auch im Hintergrund, was der so, der doch so ein übelst erschrecktes Gesicht, der NPC im Hintergrund. Ja, wer wollte nicht schon immer ein Pfeil ins Knie haben in Elder Scrolls Online? Ja, okay, so ein bisschen Bauchtänzer-Kostüm-mäßig. Da finde ich das hier, wobei, das finde ich noch ganz cool. Eine neue Dwemer-Sphäre. Das ist ein Assistent. Okay, okay. Das hier ist ein Händler-Assistent, ne? Also ein Gehilfe. Die 5000 Kronen teuren Gehilfen. Und das hier ist dann, das ist auch ein Assistent. Deconstructor, also ist ein Verwerter. Ein Verwerter-Assistent, würde ich mal behaupten. Oh, bei dem Händler würde ich sogar vielleicht noch drüber nachdenken, eventuell. Ja. Ja, es sind ganz cool. Dafür, dass es Tattoos sind und ich Tattoos immer nicht so special finde, sind es ganz gute. Das sind schon ganz coole Tattoos. Also sind jetzt nicht hässlich, aber Tattoos sind halt generell jetzt nicht meins. Collectors Bundle für das neue DLC. Ein Reittier und ein Begleiter, sowie die beiden neuen Dungeons halt eben. Das ist ein Kostüm. Ist auch ein Kostüm. Sehr bunt. Noch ein Kostüm. Noch ein Kostüm. Ja, neue Kronkisten. Oh nein, ich sehe es jetzt schon. Oh. Ist eine Teleport-Animation, oder? Ich denke, es ist eine Teleport-Animation. Ja, es ist eine Teleport-Animation. Hier im Hintergrund sieht man die normale Teleport-Animation. Und das ist halt, ja. Und wie wird man diese Teleport-Animation bekommen? Nur, wenn man 8000 Kronen ausgibt und das 8000-Kronen-Paket kauft mit Kronkisten. Da sind dann 25 Kronkisten drin und garantiert diese Beschwörungsanimation. Man bekommt die Beschwörungsanimation nicht einzeln und man bekommt die Beschwörungsanimation auch nicht aus den Kronkisten, sondern nur in diesem 8000-Kronen-Bundle. Ich weiß nicht. Also, für die Zuschauer, die schon lange mit dabei sind, ist es langweilig, wenn ich mich bei jeder Kronenshop-Vorschau da übelst drüber aufrege. Aber ich will mich am liebsten in jeder Kronenshop-Vorschau übelst drüber aufregen. Ich bin ganz ehrlich, wirklich. Ich will mich am liebsten in jedem Leak darüber aufregen.
Gut. Machen wir weiter. Eine neue Aufhebeanimation mit einer Dwemer-Sphäre. Dann noch eine neue Aufhebeanimation für Alchemisten-Sachen mit einem verbessert, mit einem anderen Dolch. Meteor Mining. Noch eine Aufhebeanimation. Das ist eine Emote. Ja. Okay. So Elementar-Emotes. Alles klar. Neues Klatschen-Emote. Das sieht nach einem Musikinstrument aus. Sieht so ein bisschen aus wie so eine dwemerische Drehorgel oder sowas. Das ist wahrscheinlich so ein Idle-Emote, ne? Also so ein Emote, was unendlich ausgeführt wird, bis man es abbricht. Also ein neues Musikinstrument. Das ist eigentlich immer ganz cool. Neue Musikinstrumente sind nice. Das ist auch irgendein Emote mit einem Hühnchen. Das ist auch irgendein Emote mit einer Steinverwandlung. Das ist auch irgendein Emote mit einem... Ach, das ist ein Zaubertrick, ist ja lustig. Das ist ein, so wie mit Hasen- und Zaubererhutzylinder, ist das hier mit einem Wartwag. Ist ein Zaubertrick-Emote. Ist ja süß. Das ist ganz süß. Das ist ein Housing-Item-Paket oder was? Ach nein, wie wild. Ein Narrenfest-Housing-Paket, das ist bestimmt eine Übungspuppe. Eine 3 oder 6 Millionen Übungspuppe. Bestimmt. Was das ist, ein Housing-Item. Sieht natürlich optisch ziemlich cool aus, aber das wird bestimmt so ein 100 Kronen-Edelsteine-Housing-Item sein aus den Kronkisten. Leider, vermute ich. Eine neue Musikbox. Oh. Noch eine neue Musikbox. Order of the Lamp. Guck mal, da ist sie wieder. Der Orden der Lampe. Er kommt also wirklich. Sogar als Spieluhr. Das wird bestimmt ein kostenloses Item sein für alle ESO Plus Abonnenten. Wie? Ein Prismatic Cherry Tree. Okay, also so ein Regenbogen-Chrom-reflektierender Baum. Ja, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, wie man den bekommen wird. Alter, die sieht ja krass aus. Eine Sizer-Handstatue. Ich hoffe, dass die wird bestimmt verkauft werden. Das wird bestimmt ein Kronenshop-Item werden. Ich denke mal so 3000, 4000 Kronen oder sowas. So wie die anderen Statuen, die es in der Vergangenheit auch schon gab. Das sieht natürlich mega geil aus. Bestimmt wird man die Effekte wieder alle einzeln an- und ausschalten können, so wie bei den anderen Statuen. Meistens haben die Statuen in Statuetten. Meistens haben die Dinger in Elder Scrolls Online 3 bis 4 Animationen, die man alle einzeln ein- und ausschalten kann. Hier sieht man ein eisiges Schwert, ein rotes Sternenleuchten und dann hier noch so ein komisches Nebelgewaber. Wahrscheinlich wird man und dann noch hier unten diese goldenen, was weiß ich, Wellenschaum, würde ich mal nennen oder sowas, wird man wahrscheinlich alles separat ein- und ausschalten können, so wie bei den anderen Statuen. Also die finde ich auf jeden Fall schon mal mega geil. Die werde ich mir definitiv holen, gefällt mir gut. Dann hier wieder für ESO Plus Mitglieder, Sammel-Action-Figuren nenne ich sie mal. Twinkling Light Blue, okay, ist das so herunterfallende Sterne oder sowas? Als Housing-Item? Eine neue Friese, neuer Hut, dann die Gegenstücke, das ist tatsächlich ganz nice, mit den ausgestochenen Augen, das sieht cool aus. Okay, ja, das finde ich ein bisschen, ja, weiß ich jetzt nicht. Die beiden neuen Häuser, die haben wir uns ja schon angeschaut. Na? Ein neuer Housing-Gast, Necromguard, okay. Ein neues Reittier. Das ist das Reittier, was man aus der Sammlungsversion vom DLC bekommt. Also das Ding, was 4000 Kronen kostet, ne? Wo dann noch ein friedlicher Begleiter und ein Reittier drin ist. Der sieht ja lustig aus. Sieht aus wie so, weiß ich nicht. Der hat, durch diese Färbung sieht das ganz komisch aus, dieser Bär. Der sieht eher aus wie ein Frettchen oder sowas. Sieht eher aus wie ein Frettchen, oder? Ja, gut, das hier werden wahrscheinlich wieder... Ich denke mal, das werden die 1600 Kronen-Edelstein-Sachen sein, beziehungsweise die
die Begleiter bzw. Reittiere, die 16.000 Siegel kosten. Alter, das sieht halt krass aus. Ich hoffe, dass das ist ein cooler Intrig. Das ist ein cooler Intrig. Ich würde dafür 3.000 bis 4.000 Kronen ausgeben. Gar kein Thema, würde ich machen. Aber ich würde es halt, wenn es in den Kronenkisten drin ist, ne, dann ist halt assi. Aber ansonsten, wenn das Ding einzeln verkauft wird, ich bin sofort dabei. Ich bin sofort dabei. Ja. Ne? Okay. Das Thema scheint anscheinend hier wieder so Galaxie-Sterne-mäßig zu sein. Und das ist ein Greif. Also die sehen natürlich mega heftig aus, ne? Die sehen natürlich mega heftig aus, aber die werden hundertprozentig in den Kronkisten drin sein. Leider. Leider, leider, leider. Schade. Hätte ich mir gern geholt. Also für so ein Reittier würde ich auch 6.000 Kronen ausgeben, bin ich ehrlich. Wenn ich das garantiert bekomme mit einer 100% Wahrscheinlichkeit, würde ich das in die Hand nehmen. Das werden die Standardreittiere sein aus den neuen Kronkisten. Ja. Immerhin mal wieder ein Wartwag, die feiere ich ja, die finde ich persönlich ziemlich cool. Ein Welver. Ja. Oh. Das ist ja das neue Vieh, was auch in der Collector's Edition mit drin ist. Also so eine Mischung aus Greiffedern mit Sensche Wrath und dann noch ein Vampir, dann noch ein Skorpionschwanz. Also so eine ganz komische Kreuzung, Chimärenvieh. Das ist ein Begleiter, auch wieder aus dem DLC-Sammlungspaket. Und jetzt kommen ganz viele friedliche Begleiter. Ein Geisterdrache, okay. Also, ist eigentlich ein Kobold, ne? Hier sieht man auch den Kobold. Es gibt ja keine Babydrachen. So. Das ist auch ein Begleiter, okay. Ja. Ja, der ist ganz cool. Prismatic Sensche, okay. Alles friedliche Begleiter. Ein Waffenpaket. Noch ein Waffenpaket. Lol. Das sind so alles so Krabbensachen, okay? Wild. Und hier ist so eine Fleischkeule. Ha! Das ist ja lustig. Einfach eine Fleischkeule. Das ist das Rüstungsstil. Das sieht tatsächlich ganz cool aus. Das ist auch der Rüstungsstil, der in den Kronkisten drin sein wird. Also es sind so Magiergilden-Kronkisten offensichtlich. Alles so Magiergilden-Theme. Ja, und die Waffen auch. Ja, ja, ja. Hier auch. Das ist auch alles in den Kronkisten drin. Alles in den Kronkisten. Eine neue Verwandlung. Wobei, kennen wir die nicht schon? Gibt's die nicht schon? Nee, ich glaube, die Verwandlung, die bereits in-game ist, hat hier nicht so Kringel. Gibt's die nicht so ähnlich schon im Spiel? Da irre ich mich. So, und zwei neue Skins. Der Skin sieht geil aus. Mythic Magica Vault. Sieht aus wie so Rosen oder sowas. Okay. Also, mein persönliches Highlight, ich hoffe, dass der separat zu kaufen sein wird und nicht in den Kronkisten drin ist. Der Intrig, den finde ich wirklich sehr schön. Ne? Muss man auf jeden Fall sagen. Den finde ich mega geil. Ja, und die Teleport-Animation ist natürlich schön, ne? Aber absolut ehrenlos, dass die halt in dem 8.000 Kronen-Paket drin ist. Also einfach, weiß ich nicht. Ich bin nach wie vor... Ich hoffe, wenn die Firmen das nicht von sich aus machen, dann hoffe ich, dass die EU jetzt langsam aus dem Knick kommt und diese scheiß Kronkisten endlich mal verbietet. Es wird einfach Zeit. Es wird einfach Zeit, dass das mal passiert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin der Meinung, es wird Zeit, dass das passiert. Das sind auf jeden Fall die neuen Sachen, die geleakt wurden mit dem neuen Testserver-Update. Das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was uns dieses Jahr erwartet, deswegen gut, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Aber erstmal möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei meinen Patrons bedanken. Ganz besonders bei André, God of War, Eiswindchen, Seppal, Saitev, Kebi und Nesui. Natürlich auch ein Dank an meine YouTube-Kanalmitglieder. Ohne euch wäre dieser Kanal so hier in dieser Form nicht möglich, deswegen mein tiefster Respekt für eure Wertschätzung. Ja, und wie gesagt, gut, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, denn
wir haben ja auch schon die Patch Notes zum Update 41, die richtig, richtig umfangreich sind und dementsprechend auch ein separates, spannendes Video brauchen. In diesem Video bin ich mit euch die ganzen Patch Notes von Anfang bis Ende einmal durchgegangen, erkläre euch, was es für eure jeweilige Klasse, die ihr spielt, bedeutet und welche Sets sich vielleicht in Zukunft verändert werden. Das und vieles mehr in diesem Video.